Hi, liebe Zuschauer, ihr seid bei Wilhelmshaven Vlogs. Heute gibt es mal kein genaues Ziel für diesen Vlog und so. Wo gehe ich mal so ein bisschen spazieren, rede mit euch und ja, mal gucken. Starten tue ich hier am Luftschutzbunker in der Norderney-Straße, der ein Museumsbunker ist. Viel Spaß! Das Bunkermuseum in der Norderney-Straße in Wilhelmshaven, was das hier ist, was ihr hier gerade eben schon gesehen habt, bietet jeden Sonntag von 15 Uhr bis 17 Uhr Führungen und Besichtigungen an. Allerdings nur, wenn da mindestens 3 Personen dabei sind. Und deswegen wird das auch für mich schwierig, da irgendwann mal zu filmen. Aber naja, vielleicht darf ich da drin ja so mal filmen. Also ich treffe mich demnächst auf jeden Fall mal mit den Mitarbeitern und dann hier sprechen wir da genaueres. Ist hier ob und wo man da filmen darf. Und dann dürft ihr auch gespannt sein, wenn das Video bei 50 Likes online kommt. Da hinten war früher mal ein Aldi da, wo jetzt die Baustelle ist. Aber den gibt es seit einiger Zeit nicht mehr. Und hier im Ölhafen Damm, früher auch Sudetenstraße genannt, war früher mal hier die Kaserne am Mühlenweg, beziehungsweise der Teil da drüben, wo die Reihenhäuser stehen, war früher der Teil der Kaserne am Mühlenweg. Diese Kaserne umfasste 7500 Mann, wurde 1907 eröffnet und in 1930er Jahren in Lettau-Vorwerk-Kaserne umbenannt. Ja, Paul von Lettau-Vorwerk, nachdem diese Kaserne dann umbenannt wurde, war ja auch Militäroffizier, hier sogar ein Hochoffizier. Also in den 1980er Jahren wurde die Kaserne zum großen Teil abgerissen. Es gibt noch Überbleibsel, wie heute ein Geschäftszentrum und eine Kirche. Und ein Gefängnis. Dazu kommen wir aber gleich noch. Hier auf der rechten Seite war früher Voglers Bayernhaus. Wer kennt das Restaurant noch? Schreibt's mal in die Kommentare. Die hatten immer die besten Pommes in Wilhelmshaven. Jedes Mal, wenn ich hier langlaufe, kommen Kindheitserinnerungen hoch. Da sehe ich mich, wie ich mich damals hier schon auf der Terrasse gesessen habe mit meiner Familie, immer schön Pommes gegessen habe und alles Mögliche. Schade, dass es dieses Restaurant nicht mehr gibt, denn somit wurde ein wichtiger Teil meiner Kindheit zerstört. Aber die Erinnerungen an das Restaurant leben noch. Es tut mir sehr leid, dass es jetzt immer dunkler und dunkler wird und ihr dann auch umso weniger seht. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ich nicht schon früher angefangen habe zu vloggen, so dass ich noch ein bisschen was im Hellen aufnehmen kann, Leute. Heute ist ein Tag, da könnte ich mich sowas von verprügeln. Jetzt mal ganz ehrlich. Erstmal habe ich heute Morgen völlig verpennt. Also ich habe bis 12 Uhr mittags, glaube ich, geschlafen, weil ich völlig übermüdet war in letzter Zeit. Und dann habe ich auch noch, da muss ich noch einige Besorgungen für private Zwecke machen. Ne? Also bis gerade eben. Und ja, jetzt bin ich noch spontan halt auf die Idee gekommen, das mal einen Vlog zu machen. Jetzt, wo ich sowieso nur noch zum Supermarkt muss. Oh, Leute, wieder das. Also ja, so ist halt das Leben eines YouTubers. Die Leute denken immer, es wäre so einfach. Und dann verpennst du auch irgendwann mal und dann stehst du auch gefühlt dann erst auf, wenn es dunkel wird. Hier hinter dem Zaun ist die Wilhelmshavener Justizvollzugsanstalt. Das Gebäude wurde im Jahr 1908 gebaut und war früher, als hier noch die Kaserne am Mühlenweg war, mal ein Teil dieser Kaserne und sogar ein Militärgefängnis zeitweise. Und da seht ihr schon den Kirchturm raustragen von der katholischen Garnisonkirche, die heutzutage auch noch als ehemaliger Teil der Kaserne erhalten ist. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Ihr seht jetzt nicht mehr viel, aber ja, da stehen wir nun vor dem hohen Turm, der vorhin aufragte am Ölhafendamm.
Die katholische Garnison und Pfarrkirche St. Peter wurde im Jahr 1967 gebaut. Siehst du, so ein klassischer Rundbau mit einer sehr guten Innenakustik. Und ja, hat als einzige Kirche der Stadt Votivschiffe aufgestellt, was auch immer Votivschiffe sind. Aber leider kann ich euch diese Kirche nicht von innen zeigen. Erstens, sie hat geschlossen. Zweitens, die Mitarbeiter sehen das da nicht so gerne, wenn da Fotos und insbesondere Filmaufnahmen gemacht werden. Und dementsprechend lasse ich das mal lieber. Ich habe hier einen Kombi-Supermarkt gefunden. Und deswegen, weil dieser Kombi-Supermarkt hier ist so, und ich morgen mit der Bahn nach Esens fahren möchte, was ihr dann im nächsten Video seht, werde ich hier jetzt erstmal ein bisschen Proviant für die Bahnfahrt kaufen. Okay, das Backregal füllt man anscheinend nur einmal am Tag, so wie das hier aussieht. Ja, hier ist leider nichts, weil ich so wirklich will. Und deswegen gucke ich mal hier, was ich noch auch hier so finde. Wahrscheinlich so manche eingepackten Croissants oder so. Vielleicht sowas. Ach nee. Oh, Alter, Annette. Das kennt man ja im Supermarkt, ne? Man weiß vor lauter Auswahl gar nicht, was man will, ne? Also die Preise hier für eine Einzelflasche, das sind ja wohl echt eine Frechheit, ne? Da bin ich mal ganz ehrlich, Leute. Eigentlich hätte ich jetzt Lust auf einen Jäfer, ne? Aber das hier ist mir für eine einzelne Dose zu teuer. Das ist mir auch zu teuer für eine Dose, dann nehme ich doch lieber hier ein Paderborner. Ich komme jetzt gerade aus dem Kombi raus, Leute, und ja, irgendwie werde ich mir mit diesem Laden nicht so richtig warm. Das Personal ist sehr freundlich und der Laden an sich ist sehr ordentlich, aber leider sind die Preise ziemlich überzogen. Aber ist mir jetzt auch egal. Und darauf kann man erstmal so richtig ein Bier trinken. Bin richtig begeistert, das war ein sehr toller Schluck gewesen. Wenn es jetzt wieder Tag werden soll, Leute, lasst jetzt gerne ein Like da in 3, 2, 1, let's go! Danke fürs Liken, Leute. Es hat geklappt, dass es jetzt wieder Tag hell ist und schon 12 Uhr mittags ist. Ich laufe jetzt hier gerade so einen Fahrradweg lang und Leute, ich komme nicht darauf klar, was für eine geile Wohnlage das hier wäre. Fein. Guckt euch mal die schön gepflegten Häuser an. Und hier ist gepflegte Wohnumfeld. Und dann noch in so einer schönen, ruhigen und zentralen Wohnlage. Oh, ist das schön. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal zum Bismarckplatz. Und da steige ich dann in die Buslinie 1 Richtung Voslab ein, mit der ich dann zu meiner Freundin Lena nach Elfgroden fahre. Ich bin jetzt hier am Platz von Reichskanzler Otto von Bismarck angekommen. Ja, und hier war früher auch mal ein Seehundbrunnen vor dem Denkmal. Der wurde aber hier im Rahmen der großen Sanierung 2017, 2018 entfernt. Oh, und ja, und da war es der Bussteig in der Mitte. Und ja, dementsprechend gehe ich da jetzt mal hin, damit ich dann auch gleich meinen Bus nach Elfgroden kriege. Das ist ganz schön teuer geworden, ne? Von vorher 2,50 Euro auf hier jetzt 2,70 Euro. Ah, egal, muss man mit leben, wenn man Bus fährt. So Leute, ich habe Elfgroden erreicht und ich will zurück nach Fedderwarder Goden. Dort wohnt mein Glück in Fedderwarder Goden. Ich heiß los in Fedderwarder Goden. Ich will nach Haus, nach Fedderwarder Goden.
Also ich frage mich ja, was wohl mit Lena ist, weil sie scheint jetzt noch nicht hier zu sein, aber ist mir jetzt auch egal. Weil Hauptsache, ich bin schon mal hier. Kommt jetzt auf 5 Minuten auch nicht drauf an. Hier war bis 2021 ein Pennymarkt. Diesen hatte man aber abgerissen, weil er zu alt wurde und die Renovierungskosten zu teuer waren. Ja, aber jetzt in diesem Jahr will man hier einen super neuen Rewe-Markt eröffnen. Aber wenn ich mir so die Baustelle hier ansehe, denke ich nicht, dass das dieses Jahr noch was wird. Wir könnten auch rechts rumgehen, um da weiter zu kommen, aber um ein bisschen zu chillen und hier so, wo gehen wir doch mal lieber in den Park hier. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Der soll ja auch angeblich einen sehr schönen Teich haben. Guck mal, Leute, das ist ja wirklich schön. Hier zwischen den Baum blitzt die Sonne durch. Und hier ist ein Teich, blauer Himmel. Was ein epischer Moment. Disliken dieses Videos verboten. Hallo, ich bin Marcel Davis. Seit 16 Jahren arbeite ich bei 1&1. Ich bin Leiter für Kundenzufriedenheit. Bei Ihnen läuft's nicht. Wir kommen gerne und wir gehen erst wieder, wenn's läuft. Wer von euch kennt noch Marcel Davis aus der 1&1 Werbung? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Alter, der war Legende, der Typ. Also das hier ist die Brücke mit der besten Aussicht auf den Park. Das ist auch so eine Treppe, die da wirklich vor sich hinrostet, ne? Das kann ich jetzt erstmal so richtig schön wegächsen hier. Wir sind jetzt hier in dieser Posena Straße oder wie das heißt. Hey Leute, ich bin Ariana Grande. Ich gebe Konzerte, bin Fame und hab die beste Musik der Welt. Das war doch nur Spaß, Leute. Natürlich mag ich Ariana Grande sehr. So Leute, wir laufen immer noch so ein bisschen durch FK-Boden, ne? Und jetzt würde ich sagen, mal gucken, wo es jetzt hingeht. Danke, Alblali. Hä, wo sind wir hier gerade? Jetzt mal ganz ehrlich, ich mach gleich mal Google Maps auf, damit wir sehen, wie wir wieder in den normalen Teil von Elfkronen kommen. Ich bin zwar kein Kind mehr, aber in solche Hängematten lege ich mich trotzdem immer noch gerne rein. Oh, das ist entspannt, Leute. Einfach mal hier liegen und in den Himmel blicken. Und ein bisschen hin und her schaukeln dabei. Oh, ja. Irgendwie habe ich das auch so, jedes Mal, weil wenn ich auf dem Spielplatz bin, dann schwelgen bei mir die Kindheitserinnerungen. Ist das bei euch genauso, oh, jedes Mal, wenn ihr an Spielplätzen vorbeikommt? Mein Lieblingsgerät war ja mal die Schaukel, obwohl mir heutzutage auf solchen Schaukeln noch echt immer schlecht wird, wenn ich ehrlich bin. Der Stadtteil Fedderwader Goden hat ja bei vielen Wilmshaven dann einen schlechten Ruf, ne? Ja, ich mache meine... Vom Aussehen her, da würde ich sagen, kann ich das nicht nachvollziehen, aber war so genervt, wie hier manche Menschen gucken, vor allem wegen meiner Kamera und so und sowas. Und vor allem, in welcher Tonlage die das sagen, dass sie nicht gefilmt werden wollen. Oh, nee. Sorry, aber da weiß ich gerade echt nicht, was ich davon halten soll. Ab zur nächsten Bushaltestelle, in die 6 Richtung KW-Brücke steigen und dann noch ein paar Nachtaufnahmen machen. Over. Zu dem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, was gleich im Bus passieren wird. Ja, meine Güte, solche Leute, die den da vorne hassen. Ne? Da ist die Bushaltestelle Kaiser-Wilhelm-Brücke, da bin ich gerade ausgestiegen. Ey, Gott sei Dank lebe ich noch, Leute. Weil gerade eben im Bus, ne? Ich bin so ganz normal an der Haltestelle Posener Straße eingestiegen und hinter mir stieg ein Fahrgast ein, der gar keine FFP2-Maske hatte und der durfte mitfahren. Und dann ist der völlig ausgerastet, hat den Busfahrer und andere Fahrgäste bedroht und was weiß ich nicht alles. Oh, ich will jetzt am liebsten nicht darüber reden. Vielen Dank nochmal an die netten Polizisten, die schnell vor Ort waren und die ihn somit abgeführt haben. Denn ich hatte richtig Todesangst. Das ist die Kaiser-Wilhelm-Brücke. Nur noch halb beleuchtet wegen Energiesparen, aber ja, ist auch egal. Ist ja trotzdem schön hier bei Nacht zu sein. Das sieht verdammt schön aus hier. Aber da war ich jetzt gerade wegen dem Vorfall im Bus, weil eben hier total fertig bin, würde ich diesen Vlog beenden. Also, oh ja, lasst doch gerne ein Like da, wenn er euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Oh, und hier, ja, aktiviert die Glocke, um gar keine Videos mehr zu verpassen. Tschüss!